Ulrich Pelzer, das bessere Leben. Eine Stadt, ein Hotel in Sao Paulo, Zürich, Amsterdam, irgendwo. Hier beginnt der Roman von Ulrich Pelzer. Hier macht er Station. Seine Figuren schwimmen im weltweiten Warenstrom. Sales Manager, Geldjäger, eingefroren für Momente. Als er auf seine Armbanduhr sah, kurz nach drei sprang die Klimaanlage an und zugleich erfüllte ein leises Rauschen jeden Winkel des Hotelzimmers. Die Stunde des Wolfs, dachte er, musste lächeln, des einsamen Jägers. Der Roman rast durch Raum und Zeit, schnell, sprunghaft, Zusammenhänge sprengend. Wo sind wir? Wer spricht? Den roten Faden weben wir uns selbst. Das ist ja gerade der Reiz, also das sozusagen die Zusammenarbeit zwischen dem Leser und dem, was auf den Seiten steht. Ich habe keine Botschaft. Es geht eigentlich darum, schon eine Analyse vorzunehmen, wie sieht die Welt in meinem Blick aus, aber nichts zu beweisen. Die große Erzählung heißt heute Geld, heißt Kapital. Das war einmal anders. Das 20. Jahrhundert, auch eine Epoche der gescheiterten Utopien. Der Traum von einem besseren Leben. In Kent, Ohio, endet er 1970 blutig. Polizisten erschießen Studenten. Jede Vorstellung davon, dass ein besseres Leben etwas mit einer kollektiven Anstrengung zu tun haben könnte, die scheint verloren gegangen zu sein. In Zukunft kann man nur dann gewinnen, wenn so ein Moment des Utopischen da drin ist. Überall und nirgends. Ulrich Pelzer schaut melancholisch auf die Geschichte. Mit mehr als nur einem leisen Bedauern.